Ich bin der Mauder Reinhardt und ich bin in der fünften Generation Bildhauer. Wir stehen wir jetzt an dem höchsten Punkt von Fürstenstein, nahe am Schloss, direkt am Hauer Stein. Wir haben in einer Naturkulisse und da sind jetzt unsere Skulpturen, die wir in jahrelangen Symposien erarbeitet haben und begrüßen die Besucher von Fürstenstein. Die Kunstwerke fügen sich total gut ein, da kann jeder mit Kunst gut umgehen. Der Grundgedanke von einem Symposium ist, dass man zusammenkommt, sich austauscht, dann miteinander auch feiert. Das gehört auch dazu, wenn man ein Werk geschaffen hat. Zum Beispiel in einem Symposium haben vier Künstler dann gekommen, internationale Künstler. Das sind Künstler gewesen, die wirklich in Europa in der Champions League arbeiten. Und zwar frei arbeiten. Das sind dann meistens Werke, die wohl vom Herzen kommen. Wir haben dann beschlossen, dass wir ein gemeinsames Werk machen. Einer hat halt dann die Grundidee. Plötzlich ist das Werk im Geiste schon vollendet. Da ist es gegangen um die Katastrophe am Mittelmeer von den Flüchtlingen. Und das haben wir uns dann als Thema ausgewählt. Das beinhaltet die Flucht von Kindern aus Afrika mit einem Schlauchboot. Dahinter steht die Mutter, die natürlich zutiefst traurig ist, dass ihre Söhne das Land verlassen und in eine ungewisse Zukunft starten. Man braucht die Kunst nicht in den ländlichen Raum bringen, weil die Kunst ist im ländlichen Raum. Die Uralten haben das schon die Alten erzählt. Da waren einmal zwei Riesen. Der eine sitzt auf der Engelburg und der andere hier am Hohen Stor in Fürstenstein. Und die haben aber miteinander bloß einen Hammer und wollen eine Burg bauen. Jeder. Und so werfen sie den Hammer hin und her und jeder baut. Und als der eine schreit, brauchst du noch, sagt der andere nein. Und dann werfen sie ihn über die Alpen ins Mittelmeer rein. Und da sieht man seinerzeit eine Riesengischt aufsteigen. Heutzutage sieht man noch diese Riesenburg hinter uns. Natürlich erzählt uns die Geologie eine andere Geschichte. Es war vor 350 Millionen Jahren, als dieses ganze Gebirge hier bei Bayer und Böhmerwald entstanden ist. Seither ist vieles verwittert. In der Geologie spricht man hier von Wollsackverwitterung. Da braucht man nur hinschauen, dann schaut es aus, als hätte irgendwer Wollsäcke aufeinander gestapelt. Und so wie es heute ausschaut, wird es auch nicht ewig ausschauen. In ein paar zigtausend Jahren wird es immer niedriger und niedriger. Und vor allem rutscht der Berg, auch der Stein, der Fels, nach unten. Das kann man sehen, wenn man die Arche Noah anschaut, die fährt davon. Sehr, sehr langsam. Sie brauchen ja nicht beeilen, wenn sie ihn sehen wollen, den Stein. Ich würde aber trotzdem sagen, kommen sie bald, weil es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Sowas wie dieses Steingebäude, in Anführungszeichen, finden Sie in dieser Wucht im ganzen Bayerischen Wald kein zweites Mal.